Hi, hier ist die Maker Max. Heute will ich euch zeigen, wie man Sammelordner verschönert. Ich habe hierzu einen hölzernen Sammelordner genommen. Der ist mir aber leider zu weiß, der sieht nicht gut in meinem Regal aus. Und jetzt zeige ich euch, wie ich den verschönern kann. Dazu brauche ich einen Zeitschriftensammler aus Holz, eine Lasur, irgendwas zum Öffnen der Lasur, einen Pinsel, Schleifpapier. Ich habe mir dazu einen Schleifbock aus einem Reststück Holz gemacht, diesen mit Duct Tape draufgeklebt, damit er hält. Und Lappen zum Abwischen. Als erstes schleife ich den ganzen ab, weil der ist ziemlich rau. Dazu nehme ich mir ein Reststück Holz und Schleifpapier. Und dieses wickle ich drum und befestige es mit Klebetape. Das habe ich hier schon gemacht. Genau, und dann geht es eigentlich nur darum, dass man alles abschleift, vor allem die Ecken, die sind ziemlich spitz, scharfkantig. Und wenn man alles abgeschliffen hat und alles auch weicher ist, dann fangen wir mit der Farbe an. Den Staub noch etwas ab. Mit dem Pinsel baue ich jetzt immer gleichmäßig hin und her. Und verteile die Farben. Mein Schleifblock war durch, deswegen baue ich mir gerade nochmal neu. So, fertig. So, der Zeitschriftenordner ist jetzt getrocknet. Er ist jetzt wieder ziemlich rau, weil sich die Fasern aufgestellt haben. Deswegen muss ich jetzt nochmal mit dem Schleifblock drüber. Und das mache ich jetzt. Ich trage jetzt eine zweite Schicht auf. Bei der braucht man viel weniger Farbe und es zieht auch viel schneller ein, es wird gleichmäßiger. Und wenn ich diese habe und mir das gefällt, dann lasse ich so. Und ansonsten kann man nochmal eine zweite Schicht drüber malen. Unten habe ich jetzt auch noch nicht angemalt und innen drin, das ist Geschmackssache. Ich weiß noch nicht, ob ich es mache, weil man sieht es nicht. Und innen drin kommt man echt nicht gut rein. Ich habe es schon bei einem probiert.
Deswegen werde ich es weglassen. So, jetzt sind wir auch schon fast fertig. Ich habe hier einen fertigen hier. Das war der Stand von vorhin. Jetzt müssen wir uns die Markierungen machen, wo dieses Etikettenschild hin soll. Das ist nach eurem Geschmack, egal wo ihr gerade lustig seid. Also es kann genauso hier oder hier sein. Mir hat es hier am besten gefallen. Ich habe mir hier eine Markierung gemacht mit dem Bleistift. An der Position, wo ich das Etikettenschild gerne haben will, dann lege ich es mir genau dahin, nehme die Schraube oder auch eine Ahle, kann man genauso nehmen, und dann sticht man hier mit der Spitze der Schraube ein kleines Loch hinein. Und dann schraube ich mir hier ein Loch vor. Weil das hier so klein ist, braucht man natürlich nicht bohren, bis ich es auf der anderen Seite die Spitze durchspüle. Nochmal überprüfen, ob das Loch drüben noch passt. Ja. Wie ihr sehen könnt, ist die Schraube etwas zu lang für mein Holz. Deswegen muss ich sie kürzen. Ich markiere das jetzt einfach mit irgendeinem Edding oder Filzmarker. Genau. Und schraub das und spann das in den Schraubstock. Dann nehme ich eine Metallsäge und steck die Schraube einfach auf. Noch leicht scharfkantig ist, könnt ihr eine Feile nehmen und noch mal etwas drüber ziehen. So, jetzt hier noch ein Namensetikett hinein. Sie sind fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like oder abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.